Herzlich willkommen zu den Top 100 Buchempfehlungen. Dominik Guja, mein Name. Ich stelle dir hier meine Top Favorite Books vor. Abonnier direkt den Channel und du verpasst keine einzige Buchempfehlung. Wie wirklich ist die Wirklichkeit? Ist das wirklich so, wie wir die Sachen wahrnehmen? Ist wirklich ein Apfel? Nehmen wir die Situation so wahr, wie sie ist? Ist der eine Strich in der einen Darstellung genauso lang wie der andere, obwohl der andere uns vielleicht länger oder kürzer erscheint? Was beeinflusst unsere Wahrnehmung? Das sind super spannende Fragen, die mich beschäftigen, die mich ständig beschäftigen und die ganze Menschheit beschäftigt haben und immer noch beschäftigen. Es gibt ein Buch, das ist so die absolute Grundlagenliteratur, wo es damit richtig angefangen hat, eins der Standardwerke, worauf auch ganz vieles basiert, was heute an neuen Marketingbüchern geschrieben wird, was als neue Erkenntnisse verkauft wird, basiert alles auf diesem einen Buch, was schon relativ alt ist, was nicht nur ein paar Jahre alt ist, sondern tatsächlich vor einiger Zeit geschrieben wurde und alles kompakt zusammenfasst. Und deswegen finde ich es so faszinierend. Es gibt einen kleinen Wehmutstropfen bei dem Buch, dass es eben älter ist und damit vielleicht ein Tick schwieriger zu lesen. Und zum einen, dass es doch ab und an mal relativ wissenschaftlich gehalten ist, weil es schlichtweg wissenschaftliche Studien sind, auf denen die ganzen Erkenntnisse basieren. Der oder diejenige, die sich jetzt mit dem Thema schon beschäftigt hat, weiß, auf welches Buch ich anspiele, weiß, auf welches Thema, und für alle anderen sage ich es natürlich jetzt und habe es hier auch in meinem berühmten Buchkoffer, den, wie ihr wisst, wo war der Koffer schon? Wo ist er als allererstes hingereist? Genau, das erfährst du direkt in dem Video. Ich blende mal hier dort oben direkt ein. Dort erfährst du, wo ich meine allererste Reise mit diesem Koffer hingemacht habe. Spoiler Ende. Jetzt geht's zu dem Buch, und zwar: Wie wirklich ist die Wirklichkeit? Von Paul Watzlawick. Hier dieses Cover mit dieser Silhouette eines Menschen plus dem Strand plus dem Meer plus einer Frau, die dort steht, im Hintergrund die Sterne, der Mond, gleichzeitig der blaue Himmel. Dort schon eine verschwommene Wirklichkeit in dem Cover sozusagen mit drinne, mit eingearbeitet. Und das ist eins der Standardwerke. Und ich finde es immer wieder toll, da drin zu schmökern, weil es die ganzen Grundlagen abbildet. Und viele Grundlagen sind, wie ich es gesagt habe, tatsächlich in jedem aktuell erscheinenden Marketingbuch drinne, in jedem Vertriebsbuch drinne, wie beeinflusst was unsere Wahrnehmung, in jedem natürlich auch, wo es um generell Wahrnehmung geht, im Designbereich etc. Darauf basiert alles letztlich, auf diesen Studien, die hier sehr gut zusammengefasst sind in einem einzigen Buch. Hat ja rund 250 Seiten das Buch, natürlich, weil wissenschaftlich auch ein sehr, sehr gutes Literaturverzeichnis, wenn Sie Sachen dann näher interessieren, weil das natürlich auch wieder eine Zusammensammlung ist aus verschiedenen Quellen, aber sehr kompakt in einem Werk. Da empfehle ich dir, wenn dich das interessiert, dann natürlich hier von Paul Watzlawick, Wie wirklich ist die Wirklichkeit? Wahn, Täuschung, Verstehen, der Untertitel dieses Buches. Wenn es dir gefallen hat, Daumen hoch lassen, viel Spaß weiter. Und beim Erfahren vor allem der Wirklichkeit oder auch der Täuschung, beides macht ja Spaß und beides ist manchmal ein Reinfall. Ich wünsche dir alles Gute, bis zum nächsten Mal, dein Dominik. Ciao, ciao.